Hallo und salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Freitag, den 25. Oktober und es sind 18:26 Uhr, wenn ich hier anfange. Der Markt kennt kein Ende. Wir schließen auf dem Tageshoch auch heute wieder. Aber da der Monat sich dem Ende neigt, wollte ich mal mit Ihnen schon mal die Monatssicht sehen. Hier ist jetzt also eine Kerze im DAX, ein Monat. Und auffallend ist, wir sind jetzt in der Nähe des oberen Bandes. Ich mache hier mal das Fadenkreuz hier rein. Das liegt im Moment bei 13.210. Diese 13.210 kommt auch von hier aus den Bereichen von, wann war das? 2.5.2018. Also wir sind komplett runter und wir gehen jetzt hier an das letzte echte Verlaufshoch auf Monatssicht. Die Technik ist immer noch in Ordnung. Das ist weiterhin positiv. Auch hier, auch wenn es überkauft ist, es ist egal. Es ist positiv. Es gibt kein Verkaufssignal. Gucken wir gleich mal die Woche dann mit dazu an. Hier sind wir in dem Bereich von 13.210. Das ist das eben angesprochene vom Mai letzten Jahres. Wir schließen, gut, die Woche ist fertig. Wir schließen fast auf Wochenhoch. Das Wochenhoch war 12.816. Auch hier die Technik sehr hoch. Aber nicht den Hauch einer Schwäche, genau das gleiche wie das MACD. Das einzige etwas leicht Bremsende ist, dass wir am wöchentlichen oberen Band sind. Jetzt gucken wir mal auf den Tag. Hier ist der Mai von letztem Jahr. Und Sie sehen, das ist ein ganz klarer mittelfristiger Auftrend. Ja, hoch, runter, hoch. Und wir schließen am Tageshoch, aber nicht ganz am Wochenhoch. Also diese 16 Punkte, die haben wir jetzt nicht geschafft. Die Bänder gehen weiter auf. Verspricht Kontinuität von diesem Trend. Ich habe also noch kein Abflachen der unteren Linie, sodass ich sagen könnte, dass dieser Impuls hier fertig ist, ist definitiv noch nicht der Fall. Das MACD hier wird ein bisschen weicher. Das hängt auch damit zusammen, dass heute die Handelsamplitude relativ gering war. Über die Stochastik bekomme ich ein von mir noch nicht ernst zu nehmendes Verkaufssignal. Wir sind extrem überkauft, aber auch hier, es ist egal, das Ding muss unter 80 auspassen da. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Ziele zu setzen. Das kann man über den Chart hinaus machen, das kann man auch über die Fibos machen. Ich will Ihnen das mal zeigen, wie das mit den Fibos funktioniert. Sie nehmen sich das letzte markante Hoch und sagen dann dem System, mach mir doch mal die Ziele rein. Und dadurch werden Ihnen diese Ziele angezeigt. Das nächste ist jetzt der Bereich 12.967 zu 72. Das wäre sozusagen das 138er von dieser Strecke hier. So kann man das machen über Fibo. Tatsächlich ist der Markt meines Erachtens nach verfixt. Das soll sagen, die Leute rechnen eher mit fallenden Kursen. Es kommt immer wieder was von Trump und Brexit. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Das heißt, die Leute rechnen eigentlich eher mal, dass es knallt. Das tut es aber nicht. Der Markt geht dahin, wo die Schmerzen am größten sind. Und die Schmerzen sind am größten auf dem Weg nach oben. Da ist nämlich nicht so viel. Sagen wir so, die Herde ist da nicht dabei. Die Herde ist tendenziell eher short. Wie kann man jetzt damit umgehen? Ich nehme mal die Fibos raus, dass uns das jetzt hier nicht mehr stört. Wer long orientiert ist, sollte sich einen Schein suchen, der unter der 20-Tage-Linie liegt. Die ist jetzt hier momentan bei 12.436. Die 12.500 ist ein sehr, sehr guter Support. Ja, es ist also immer denkbar, dass er nochmal runtergeht. Das heißt, alles hier oben drüber wäre mir zu riskant. Er muss unter die 20-Tage-Linie 12.436. Und da bietet sich so ein Schein hier an. 12.394. Das ist von Goldman die GB40DB. Gustav Bertha 40 Dora Bertha. 12.394. Wie gesagt, der liegt also hier drunter. Ich würde es mich nicht trauen, viel näher ranzugehen. Der hat jetzt auch schon einen Hebel von 26. Das ist für den Fall, dass wir wirklich noch ein bisschen weitergehen sollten. Ich habe ein Problem damit. Mir ist der Markt zu stark jetzt hier gestiegen. Ich kann auf dem Niveau, kann ich jetzt nichts mehr kaufen. Aber zum Short gehen ist das auch zu früh. Short gehen würde ich momentan nur mit einem Schein, der oberhalb des Bandes liegt. Das heißt über 13.100. Und da bietet sich sowas hier an. Ja, der ist sogar noch weiter weg. 13.238 hat im Moment einen 37er Hebel. Das ist die Kennnummer GL2 ZNA. Gustav Ludwig II Zeppelin Nordpol Anton.
Den würde ich aber dann spätestens stoppen bei 13.150, damit sie das Aufgeld dann nicht verlieren. Ich glaube wirklich, der Markt ist zugefixt, will sagen, mehr Shorts als Long, zumindest die Masse ist mehr Short als Long. Und deswegen steigt er langsam und qualvoll an, sagen wir es mal so. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.